Und dann geht's schon los. Ich hatte eine ziemlich schlaflose Nacht, muss ich sagen. Ich hatte gefühlt, glaube ich, habe ich heute Nacht irgendwie nicht geschlafen. Es war mega, es war grandios, diese Erkenntnisse, die ich hatte. Ich glaube, das kam alles, weil gestern von euch auch so viel krasse Liebe geflossen ist. Das hat mich irgendwie in eine Energie reingesetzt, ja, wie soll ich sagen, es war erleuchtend, ja, im Sinne von, es hat mich krass erhellt. Dunkel ist es ja nur, wenn das Ego noch da ist und Geschichten erzählt. Das sehe ich jetzt mittlerweile auch so, dass Erleuchtung eigentlich das ist, wenn das Ego plötzlich einfach eins ist, das Geplapper vom Verstand, wenn das plötzlich eins ist mit dem Divine Mind. Und ich hatte so krasses Gefühl, ich war die ganze Nacht eben erleuchtet. Ich war so hellwach und hatte das Gefühl, ich bin tatsächlich mit allem eins. Ich habe richtig gefühlt, wie es keine Realität außerhalb von mir gibt. Wie alles wirklich nur in mir lebt, in mir da ist. Und zwar alles gleichzeitig und zwar alles von keiner Zeitqualität. Mir war das so klar, dass alles gleichzeitig da ist. Es gibt absolut nichts, was jetzt nicht da ist. Das heißt, es gibt eben keine Trennung. Es gibt keine Trennung durch Zeit und es gibt auch keine Trennung durch Form, das heißt durch Äußerlichkeit, wie jemand aussieht, wie etwas aussieht. Und es ist alles jetzt. Jetzt. Was jetzt in meinem Kopf ist, das ist da. Und ich habe das gestern so krass gespürt, dass ich die Welt bin, dass ich die ganze Welt bin, dass ich alles bin, dass ich jeder Mensch bin. Das alles war so hell. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, zu 100%, ich bin alles, ich bin eins, es war so unglaublich. Ich habe keine Trennung mehr gespürt. Mein ganzes Ego-Denken, das war so runtergefahren, das war so weg. Es war, glaube ich, auch von diesen unglaublich vielen wunderschönen Nachrichten von euch. Zum ersten, da war ich schon so richtig. Also mein Herz ist fast geplatzt. Ich habe gedacht, mein Gott, das gibt's doch gar nicht, dass so viel wirklich Liebe möglich ist. Und jetzt muss ich mal schauen, was ihr schreibt. Dass so viel Liebe möglich ist, ist es jetzt, seid ihr da? Okay, hinten. Okay. Und das war irgendwie super crazy. Und dann war da noch meine SP-Story. Und das möchte ich auch alles unbedingt heute mit euch teilen. Es kommen alles so viele Sachen zusammen. Die Quintessenz dieser Geschichte war eigentlich nur, dass mein ganzes Ego sich gematcht hat mit dem Divine Design, mit dem Divine Mind, wo ich wirklich nichts anderes mehr denken konnte, außer Erfüllung, außer Liebe. Ja, und das ist auch so wichtig, dass wenn ich versuche, Liebe zu finden und zu suchen, dann finde ich sie gar nicht. Weil das Gefühl entsteht, dieses Liebesgefühl entsteht aus der Perfektion, aus der Erfüllung heraus. Und dann ist mir gestern eben auch noch aufgefallen, was es heißt zu beten. Ja, das ist ja das Zeichen, beten, danke. Leute, das ist der Human Mind und das ist der Divine Mind und die matchen. Die matchen. Das ist beten, das ist mir gestern auch so klar geworden, dass wenn beide Minds, dieses menschliche Denken, dieses Ego-Denken,
Dieses Denken in Trennung, dieses Denken, es ist irgendetwas nicht in Ordnung, weil irgendeine Bedingung, die ich glaube, nicht erfüllt ist. Und wenn ich diese ganzen Bedingungen runterfahre und sage, es gibt keine Bedingung, Zeit ist keine Bedingung, dass ich zeitlich verstehen kann, wie ein Weg gegangen werden kann zu einem neuen Zustand, ist keine Bedingung für einen neuen Zustand, für einen Divine-Zustand. Örtlichkeit, Distanz, genau das Gleiche. Keine Bedingung für einen neuen Seinszustand, für eine absolut neue Realität. Keine Bedingung. Was wer gelernt hat, wie lange das dauert, wie lange es bei mir gedauert hat, hier zu sein in diesem Seinszustand, bedeutet nicht, dass es irgendwie für jemand anders genauso lange dauern muss, dass er die gleichen Schritte, die gleichen Erkenntnisse durchleben muss. Es ist mir so sonnenklar gewesen, dass wenn ich hier in meinem Seinszustand, in meinem Divine Design Seinszustand bin, dass ich alles und jeden einladen kann. Und es braucht keinen Zeitfaktor dahinter. Es braucht keine Entwicklung. Und wie komme ich da drauf? Meine SP-Story. Ich habe ihm immer wieder weggeschickt, weil ich gesagt habe, du bist noch nicht so weit. Du bist noch nicht so weit, du fühlst dich noch nicht gut genug, hat er mir dann auch immer wieder gespiegelt, er ist noch nicht ready und er muss sich noch entwickeln und das ist sein Weg und so weiter und so fort. Und ich habe mir immer nur gedacht, boah, du kommst nie an, du bist nie ready, du bist nie reif, du brauchst noch Jahre, Jahrzehnte, bis du auf meinem Level bist, bis du auf meinem Bewusstseinslevel bist. Und gestern ist es mir so klar aufgefallen, dass ich das getan habe, dass ich die Bedingung dieses zeitlichen Entwicklungsfaktors, und das macht sich halt bei anderen Menschen, wenn wir über andere Menschen nachdenken, uns mit anderen Menschen vergleichen, sehen wir das so krass. Und ich habe so krass gesehen gestern, dass das ich bin, dass er 100% ich ist. Und zwar das Ich von mir, das sich noch entwickeln muss. Das Ich von mir, das noch nicht gut genug ist, das noch Zeit braucht. Und das ist ja alles eine riesengroße Lüge, weil es doch keine Bedingung gibt. Es gibt doch keine Bedingungen für das Hier und Jetzt, für das, was ich hier und jetzt bin. Es ist unmöglich, dass es dafür eine Bedingung gibt, weil es ist nur der jetzige Moment, es ist nur das, wer ich jetzt bin. Und wenn ich in diesem Divine Mind bin, sind die Regeln, die Begrenzungen von Zeit, von Raum und von Form aufgelöst. Und jetzt muss ich das logisch verstehen, dass wenn das aufgelöst ist, dass jeder Mensch doch jetzt ready und bereit ist. Jeder Mensch ist ja auch vollkommen, aber das noch mal so tief zu verstehen für mich, dass ich gesehen habe, krass. Ich hab's gewusst, ich hab's geteacht, ich hab's erklärt, aber es war trotzdem noch in diesem Bereich für mich da, dass es Trennung gibt, dass es Bedingungen gibt. Und dadurch wollte ich ihn nicht. Ja, ich wollte ihn nicht, weil er noch nicht im Divine Design war. Aber ich habe nicht verstanden, warum ich ihn noch nicht im Divine Design sehen konnte. Weil ich die Bedingung der Entwicklung dran gesetzt habe, weil ich gesagt habe, der muss sich noch entwickeln, weil er mir gesagt hat,
Er muss sich noch entwickeln. Er ist noch nicht glücklich. Er kann noch nicht. Was weiß ich nicht was. Er war am Boden und er muss sich erst wieder da rausholen. Das waren meine Gedanken. Das war, ist meine Vorstellung, weil ich war ja am Boden. Das ist ja meine Geschichte. Ich war ja am Boden und ich musste mich so krass da rausholen. Ich musste so krass Erkenntnisse haben. Ich musste so krass immer wieder mehr Klarheit und mehr Klarheit und mehr Klarheit kriegen. Aber jetzt, wo ich diese Klarheit habe, zählt diese Geschichte nicht mehr. Versteht ihr diese Geschichte der Entwicklung? Diese Geschichte, dass etwas mit mir mitwachsen muss, dass etwas überhaupt wachsen muss. Ja, wie das Baby, das muss wachsen, das muss groß werden. Aber doch nur in unserem Human Mind. Wir glauben ja, dass das Baby noch nicht schlau genug ist. Wir glauben ja, dass das Baby und das Kleinkind und dann, dass die, was man lernen muss. Aber wir müssen nur lernen, hier auf diesem Planeten mit unserer Form umzugehen. Ja, wir müssen nur lernen, mit diesem Tool, mit diesem Werkzeug, Körper umzugehen. Und das, was wir für unseren Mind lernen, jetzt mal ganz krass gesagt, das müssten wir eigentlich nicht wissen. Wir müssten nicht wissen, auch für Business. Wir müssten keine Business-Strategien, wir müssten keine Marketing-Strategien wissen. Wir müssten nur wissen, wie ich eben denke, wenn ich die bin, die hier glücklich und erfüllt lebt. Ohne Äußerlichkeiten, ohne äußere Symbole, ohne Statussymbole. Dieser Entwicklungscharakter, dieser Lerncharakter, der ist in aller Munde. Und ich kann euch sagen, der kann nicht stimmen. Weil ich muss nichts lernen, wenn ich schon alles habe, wenn ich schon alles weiß und der Divine Mind, die göttliche Intelligenz, dieses universelle Wissen von allem, das ist da. Und ich habe das gestern so angezapft, wo ich gewusst habe, ich bin die höchste göttliche Intelligenz. Ich bin das. Da gibt es keine Entwicklung hin. Da gibt es kein Lernen, da gibt es keinen Prozess. Dem Moment, wo der menschliche Mind sich ergibt und sich völlig integriert in den Divine Mind, ist es da. Und beten heißt nicht bitten. Beten heißt nur die Trennung aufheben. Beten heißt nur zu sagen, ich bin jetzt hier vereint. Mein menschlicher Mind, mein menschliches Denken ist mit meinem Divine Mind, mit meinem göttlichen, mit meiner höchsten göttlichen Intelligenz vereint. Und dann komme ich in einen Seinszustand, wo es eben keine Bedingungen mehr gibt, keine Zeit. Ich habe, brauche keine Zeit. Zeit ist kein Faktor. Wenn Zeit kein Faktor ist, lasst euch das mal im Kopf zergehen. Wenn Zeit kein Faktor ist, brauche ich keine Zeit und dann habe ich auch niemals zu wenig Zeit. Was für eine wunderbare Erlösung. Dann habe ich keine Eile, dann muss ich nichts bekommen, dann muss nichts dazukommen, dann muss nichts weggehen. Wenn Zeit kein Faktor ist, dann ist es keine Entwicklung da, sondern es ist geschehen, es ist geschehen. Da komme ich in dieses Gefühl, ja, nichts muss getan werden, es muss nichts gemacht werden, es muss nichts verändert werden, es muss keine Bedingung erfüllt werden. Und das habe ich gestern so krass gedacht, weil er gespürt, weil dann habe ich gedacht, ja, was ist denn, wenn
Er ist ich bin, weil er ist ich. Und vorher war er ein Ich, das sich noch entwickeln muss. Ich auch, ich dachte auch, ich bin ein Ich, das sich noch entwickeln muss, das noch von irgendetwas nicht genug hat oder nicht genug weiß. Das habe ich ihm übergestülpt. Und als ich erkannt habe, wie es sein kann, dass er jetzt schon ready, perfekt, wunderbar in seiner höchsten Form ist, indem ich alle Bedingungen rausnehme, die doch noch hinterhältig da waren, wie Sachen sich entwickeln können. Ich habe mir gedacht, ja, wie muss es sein, damit ich ihn wieder treffen will? Wie muss es sein, damit ich ihn wieder sehen will? Wie muss es sein, damit wir eine Zeit miteinander verbringen? Wie muss das sein für mich? Und ich war sonnenklar, dass es jetzt so noch nicht sein kann, weil er jetzt so noch nicht in einem Zustand ist, in dem mich das erfüllt, ein Treffen mit ihm. Ergo habe ich dazu beigetragen, dass wir beide im nicht erfüllten Zustand unterwegs sind, weil irgendwelche Bedingungen noch nicht erfüllt waren. Und deswegen habe ich auch gedacht, ah, ich mag den ja gar nicht. Ich liebe den ja gar nicht. Und es war echt crazy, weil plötzlich, ihr kanntet auch die Story von dem Musiker, der mir diese Soundscapes geschrieben hat, und plötzlich ist er wieder, hat er sich gemeldet und ist ganz verrückt danach, mich zu sehen. Und auch da habe ich plötzlich gedacht, boah, an den habe ich ja auch noch so viele Bedingungen, warum der nicht in Ordnung ist. Und plötzlich waren alle eins, die waren alle das Gleiche. Ich habe sie alle geliebt. Beide, jetzt einfach nur als Beispiel, die waren beide so perfekt plötzlich gestern Nacht in meinem Herzen. Es war so, wow, es war nur diese Liebe da, diese komplette Perfektionsliebe, diese Erfüllungsliebe, diese Liebe, die wir sind, diese Liebe, die überall da ist, die überall herrscht, wenn ich Bedingungen rausnehme, wenn ich keine Bedingungen mehr ransetze, keine Bewertungen mehr ransetze, wenn wer oder was gut oder gut genug ist. Egal welcher Mensch. Ich rede jetzt einfach nur von SP, weil wir so verletzt sind oft von unseren SPs und es einfach nicht hinkriegen und es dann einfach nicht harmonisch sein kann, weil wir so viele Bedingungen an eine harmonische Verbindung haben. Aber wenn die Bedingungen raus sind und die Verbindung da ist, dann bin ich die Einzige, die es spürt. Ich spüre diese Verbindung, ich spüre diese Liebe. Und ich merke plötzlich, dass es Liebe nicht in Maßen gibt, ja? Dass Liebe einfach, wie ich es immer sage, die Energie ist, die on oder off ist. Es gibt nicht den liebe ich mehr, den liebe ich weniger, sondern das bin ja ich. Das ist ja in mir, das ist ja meine Energie. Das ist on oder eben off. Und ehrlich gesagt, die meiste Zeit ist es off. Und da sind wir in geringer Power. Wegen diesen Bedingungen. Und die hundertprozentige Power und Manifestationspower ist diese bedingungslose Erfüllung. Diese bedingungslose Liebe, aber nicht das Wort Liebe, das wir kennen, sondern das bedingungslose. Es ist erfüllt, es ist da, es gibt nichts, was fehlt, es gibt keine Zeit, die fehlt, es gibt keinen Ort, der fehlt, es gibt keinen Körper, der fehlt, sondern ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Nichts fehlt. Ich kann alles integrieren in mich, alles ist da, alles ist schön, nichts muss integriert sein, aber alles ist da und es ist kuschelig, es ist schön und ich liebe alle gleichermaßen. Alle gleichermaßen und ich habe es gemerkt. Ich meine, ich habe an beiden SPs sozusagen etwas auszusetzen. An beiden gefällt mir Dinge nicht. Hier im äußeren Leben, was sie tun, was sie machen, wie sie im Außen sind. Und als ich gestern das alles weggetan habe, einfach weg, 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 habe ich gemerkt, die sind so top.
Die sind so toll. Weil ich so toll bin, weil ich halt alles bin, weil ich erkannt habe, dass da noch Geschichten sind, dass da noch Vorstellungen sind, wie jemand wirklich toll ist, wenn er wo entwickelt ist, auf welchem Bewusstseinszustand er ist. Und dann war alles klar. Dann war alles da. Und genau so ist halt alles da. Alles Geld, aller Reichtum, alle materiellen Dinge. Ich meine, Menschen sind auch materielle Dinge, die in meinem Kopf entstehen. Immer wieder, immer wieder. Muss ich so, so aufpassen, dass ich die Geschichten nicht glaube, die mir andere Menschen erzählen, wo sie mir sagen, dass sie stehen. Und das ist jetzt für mich als Coach und als Mentoring, es ist so eine krasse Game Changer, weil es ist nochmal so viel mehr festere und klarere Energie da, wo ich voll merke, dass in Rising Up und auch in Absolut nochmal so ein Turbo entstanden ist, weil ich nochmal meinen Mind so viel mehr geklärt habe, weil ich nochmal Bullshit-Stories rausgenommen habe. Und wenn ich die nicht habe und ihr arbeitet mit mir, ihr seid mit mir, dann ist es unmöglich, dass ihr die noch haben könnt. Es ist unmöglich, dass euch noch irgendetwas bremsen kann, weil es unmöglich ist, dass ich noch glaube, dass es eine Bremse gibt. Es ist unmöglich, dass ich noch glaube, dass es jemanden gibt, der etwas noch nicht hat und noch nirgendwo ist. Das kann ich nicht mehr glauben, keine Sekunde lang. Und ich muss zugeben, ich habe es noch geglaubt. Ich hatte tatsächlich diesen Entwicklungsmodus und was noch alles zu lernen von mir aus zu deliveren ist, was für Kurse ich noch geben muss und was für eine Ausbildung ich noch anbieten will. Und gestern wurde es mir klar, ich kann es nicht. Ich kann keine Ausbildung anbieten. Ich kann nur diese absoluten Teachings weitergeben. Ich kann keinen Prozess unterrichten, weil es nicht gibt. Es gibt keinen Prozess. Es ist nichts da. Es gibt keine Bedingung. Das, was ich noch lernen musste, ich habe versucht, ja, was fehlt denn noch? Was kann ich denn noch geben? Was soll ich denn noch anbieten? Was für Kurse etc. Und ich kann es so nicht aufbauen. Ich kann euch nur in dieses absolute Denken mitnehmen, einladen und das mit euch, dieses, also mit euch beten. Ich kann nur mit euch beten, dass der Divine Mind und dass der Human Design Mind, der Ego Mind, der Bedingungsdenken der Mind, dass der sich verschmelzt mit dem One Mind, mit der göttlichen höchsten Intelligenz, die nichts kennt, die keine Entwicklung kennt. Entwicklung kann nur in der Form sein. Wenn ich aber Form und Zeit rausnehme, brauche ich keine Zeit und brauche auch keine Entwicklung. Und ich kann BÄM! Mit meinem ganzen Sein, mit meinem ganzen Wesen, mit meinen ganzen Träumen in diese Identity reingehen von der Person, die reich, geliebt, anerkannt, fröhlich, glücklich, in einem tollen Körper, mit einem perfekten Aussehen ist. Unbefleckte Empfängnis von der Maria. Das heißt, es gibt keine Bedingung, dass sie empfangen hat. Es ist unbefleckt, unbefleckt, bedingungslos. Und so kann ich nie verletzt werden in meiner Liebe. Ich kann nicht verletzt werden in meinem großen, großen Herzen, das rausgeht und sagt, yeah, ich bin vereint. Mein Mind ist vereint. Es gibt nur noch einen Mind. Es gibt nur noch den Divine Mind. Und aus dem denke ich jetzt mit meinem Kopf, mit meinem menschlichen Brain, denke ich aus diesem Divine Mind heraus. Und ich muss niemanden mehr einordnen, beurteilen und bewerten. Da haben wir auch im letzten Rising Up am Freitag drüber gesprochen. Es ist so viel Hemmung noch in uns. Deswegen, weil wir bewerten. Aber nicht zu bewerten und divine zu bewerten, das sind zwei verschiedene Dinge. Nichts Schlechtes zu bewerten
Heißt noch immer nicht, dass ich die Wein bewerte. Weil die Wein bewerten heißt, eine Ansicht zu tragen aus der höchsten Perfektion, ohne Zeit, ohne Form und ohne Ort. Es ist jetzt alles schon da. Alles ist da und alles ist perfekt. Alles ist fehlerlos. Fehlerlos heißt, es fehlt nichts. Und dieses Gefühl reinzukriegen und zu sagen, es ist tatsächlich so. Es fehlt nichts. Wenn ich meinen Divine Mind aufsetze, muss niemand einen Weg hinter sich gehen, muss niemand eine Entwicklung durchmachen, muss niemand einen Heilungsprozess haben, muss niemand irgendwelche Zeit haben oder sich Zeit nehmen, sondern nur einsteigen, einspringen in diese neue Welt, in die Welt des Divine Designs und in diesen neuen Mind, in den Divine Mind. Und das ist fucking crazy für unseren Ego, Verstand, Kopf, Schützer, Flüchter, Wegrenner, Einfrierer, weil es ja immer Gründe gibt, warum ich mich schützen muss, warum ich flüchten muss, warum ich nicht gehen kann, warum ich warten muss, ja. Wenn es keine Zeit mehr gibt, muss ich nie wieder warten. Auf gar nichts. Es ist alles da, wenn ich da bin. Und dieses krasse Konzept bringt mir alles, bringt mir die ganze Liebe, bringt mir die Welt, bringt mir Reichtum, bringt mir das Geld. Und ich kann Zeit als Faktor nehmen. Ich kann Schritt für Schritt aufbauen. Ich kann langsam machen, damit sich mein zentrales Nervensystem dran gewöhnt. Aber es gibt keinen Grund. Das ist nur mein menschliches Denken, mein menschliches bedingtes Denken, mein Ablaufdenken, mein zeitliches Denken. Und wenn ich das rausnehme, Zeit ist nicht mehr ein Faktor. Alles ist jetzt. Es ist kollabiert. Das nehme ich raus. Dann ist alles da. Und noch die Bedingung dazu, dass irgendjemand, irgendetwas, ich als allererste nicht bereit sein könnte, weil die Welt da draußen nicht für mich bereit ist, für meine Teachings, für mein Anliegen. Wahnsinn, habe ich alles noch in meinem Kopf gehabt. All diese Sachen waren noch nicht vereint. Und deswegen ist es für mich so, so, so sonnenklar, das Rising Up, es wird so einen Turbo sein. Es wird so, so schnell sein. Ich werde keine Zeit mehr dulden. Ich werde keine Bedingungen mehr dulden in Rising Up. Ich werde jeder Bedingung, die sich noch zeigt, werde ich die Wurzel ziehen. Jede Geschichte, die irgendeine Bedingung und einen Zusammenhang erzählt, jede Geschichte wird aufgedeckt. Und dann kann es keinen Grund mehr geben, dass ich heute niemand bin und nicht erfolgreich bin, nicht gewollt und nicht geliebt bin. Und jetzt, nach dem Video, kann es nicht sein, dass es irgendjemanden an irgendetwas fehlt, dass irgendjemand noch irgendetwas braucht. Es ist alles, alles, alles gegeben. Es ist alles, alles da. Es ist keine Trennung. Ich kann machen, was ich will. Ich kann sein, wer ich will. Ich kann vor allem lieben, wen ich will. Ich kann jeden lieben. Jeden. Und wenn ich das tue und daran keine Bedingungen mehr setze, deswegen ist ja SP so geil. SP ist so geil. Jeder SP ist so geil. Menschen sind so geil. Und ich darf mich zu der Mensch machen, der bedingungslos liebt. Und nicht die Bedingungen, die ich im Außen wahrnehmen kann, die muss ich mich, das habe ich auch schon ganz oft erzählt, muss ich nicht lieben. Aber ich muss dieses Divine Design so lieben. Ich muss so verliebt sein in Divine Design. Es ist meine einzige
Affäre, das ist meine einzige Affäre, dass ich be verliebt bin in die Bedingungslosigkeit einer Ansicht. Ich bin verliebt in die Bedingungslosigkeit einer Ansicht, einer höchsten perfekten Ansicht. Ich bin so verliebt, dass ich diese Bedingungslosigkeit, diese Ansicht in mir trage. Ich bin so verliebt, dass ich so verliebt durch die Welt gehen kann, weil keine Bedingung mehr irgendeinen Bären, irgendeinen Quatsch auflabert. Und dann komme ich dahin, wo ich sage, ich brauche nichts. Und warum brauche ich nichts? Weil ich es doch habe, weil ich doch alles, alles, alles habe. Deswegen brauche ich nichts. Und deswegen brauche ich keine Angst haben. Kann nichts verlieren. Keinen Ruf, keine Ansicht, kein Geld, keine Zeit. Ich kann nur mein Divine Design verlieren. Ich kann nur mich verlieren. Ich kann nur das verlieren. Und darum muss ich immer diese Klarheit haben. Immer wieder klar sein. Immer wieder reflektieren. Immer wieder zu sehen. Und SP ist so toll. Nur für das, weil SP ist ich. Ich bin SP. Und SP ist in dem Moment 100% erlöst, indem ich mich 100% erlöse. Und dann sagt mein Verstand wieder: Boah, du hast so viel durchgemacht. Und der kriegt es einfach geschenkt. Der kriegt es einfach geschenkt, ja. Und ich tatsächlich, der hat ja jetzt eine Entwicklung durchgemacht, wo er sich wirklich, ja, sag ich mal, gequält hat. Er hat sich gequält in den Jobs, die er gemacht hat und so weiter und so fort. Ja, hat er gesagt, komm mal rein und sagt, ja, aber du hast dich doch auch gequält, da soll dich doch auch noch ein bisschen quälen. Du kannst doch nicht einfach sagen, jetzt ist alles toll für den. Und doch, genau das habe ich gemacht, wo ich in der Nacht wach bin. Da habe ich gesagt, so, und heute früh steht er auf und weiß, es ist alles toll für ihn. Er weiß, er muss nichts mehr machen. Er weiß, er muss nichts mehr tun. Er muss nichts mehr beweisen. Er muss sich nicht mehr entwickeln. Er muss keine einzige Anforderung mehr erfüllen. Und ich setze das fest und ich weiß es, dass er das weiß. Und ich kam mir so großherzig vor. Ich kam mir so großherzig vor, weil ich jetzt plötzlich die bin, die ihn befreit hat. Scheiße, ich habe doch nur mich befreit. Ich habe doch nur mich befreit von noch Einschränkungen, die noch da waren. Ich bin nicht großherzig und großzügig und gütig, sondern ich bin alles. Alles ist so voll der Güte. Niemand erwartet von irgendwie was im Divine Design, dass er sich quält oder entwickelt oder rausschält oder durchbricht oder was weiß ich nicht was. Das muss nicht sein. Ich darf das entscheiden, dass in meiner Welt diese Regeln einfach wegfallen. Und mein menschlicher Mind, der sagt ja dann noch, was glaubst denn du und bla bla bla. Und ich weiß, was glauben ich? Ich glaube an diese Energie, ich glaube an diese einzige Kraft der Energie. Ich glaube daran, dass in dieser Energie alles enthalten ist und diese Energie fühlt sich nach Erfüllung an. Und diese Erfüllung, die trage ich in mir. Und warum soll ich die in irgendeinem Gedanken irgendjemanden eine Nichterfüllung seiner Perfektion unterjubeln? Jedes Mal hole ich mich raus aus meinem Divine Mind, aus meinem Divine Design. Hole ich mich raus. Jedes Mal, wenn ich sage, oh, der muss aber noch lernen. Oh, der muss ja aber noch wachsen. Oh, der muss ja aber noch hier und diese Schritte und das. No. Ich muss nur beten. Ich muss nur beten. Das ist alles. Und wenn ich nicht beten kann, weil ich hier noch Widerstände habe, weil ich hier noch sage, nein, 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 so schnell kann es nicht sein. Nein, 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 Zeit ist ein Faktor. Nein, 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 der ist noch nicht da. Nein, 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 ich bin noch nicht da. Bla, bla, bla. No. Und ich weiß, dass jetzt Rising Up wird so eine Turbomaschine werden. Eine Turbomaschine, weil es nochmal klar ist. Es war schon klarer und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es noch klarer wird. Und dass es noch klarer wird. Und dass selbst wenn es kristallklar ist, wenn es diamantklar ist, dass es noch klarer werden kann. Dass immer noch ein Stückchen
Bedingung irgendwo auftaucht, immer wieder. Und das ist ja das Spannende, das ist ja das Tolle. Und das ist ja das, wo ich weiß, das funktioniert hundertprozentig. Und meine Geschichte soll euch nicht bremsen. Meine Geschichte ist auch so eine Bremsgeschichte. Das ist so eine lange Geschichte. Das ist so eine leidvolle Geschichte. Das ist so eine Schmerzgeschichte. Aber es ist meine Geschichte, ja? Die kann ich jetzt verändern. Ich brauche die nicht mehr, um mich zu legitimieren und zu sagen, ja, schau mal, was ich alles gelernt habe, bis ich dieses Divine Design verstanden habe. Das ist meine Geschichte, die ich mir erzählt habe, die ich erlaubt habe, die erlaubt habe, da einzutreten. Du kannst jetzt eintreten, in diesem Moment, genau da, wo ich bin und noch viel weiter. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Es kommt darauf an, dass ich eingetreten bin. Dass ich krass, krass eingetreten bin in dieses bedingungslose Leben. Dass ich krass, krass in dieses grenzenlose, absolut limitlose. Das heißt, limitlos bedeutet einfach, es gibt keine Bedingung für irgendetwas. Es ist jetzt da. Und ich kann mich daran erfreuen, jetzt, 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 dass ich jetzt so genial bin. Dass ich jetzt mit meinem SP zusammen bin, dass ich jetzt weiß, dass dieser Mensch einfach nur fantastisch ist. Das ist das Einzige, was mich wirklich interessiert. Das Einzige, was mir wirklich gute Gefühle gibt, ist, dass ich weiß, dass ich in diesem liebenden Ambiente bin, mit euch, mit meinen Kunden, mit meinen Future-Kunden, mit allen Menschen dieser Welt, bin ich in dieser gleichen Beziehung, weil ich bin die eine. Und jedes Mal, wenn ich einen Schritt weitermache, Rising Up mir erlaube, noch eine Bedingung rauszunehmen, ja? Zack, 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 zack. Wohin will ich reisen? Es gibt kein Limit. Und deswegen weiß ich, dass wir auf einem Niveau einsteigen in Rising ab jetzt, ab heute, wo ich sage, ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr, das wird so, so schnell. Es wird so schnell, wenn keine Bedingung mehr da ist für Wachstum. Überlegt es mal, wenn keine Bedingung mehr da ist für Wachstum, wie schnell wird es dann? Wenn keine Bedingung mehr da ist für Lernen, für Wissen, für etwas irgendwo noch zu können, wie schnell wird es dann? Wenn du mit dem Divine Mind reist, der schon alles weiß, der schon komplett klar ist mit allem, dann kannst du nicht mehr auf dieser Welt leben. Kannst du nicht mehr nach den Regeln dieser Welt leben. Das muss dir klar sein. Du kannst es nicht mehr. Du musst in diese göttliche Verkörperung all in gehen. Du kannst nicht mehr versuchen, an mit Zeitlinien, mit Zeitprozessen, nicht mit Zeitlinien, ja, Zeitlinien auch, Zeitprozessen zu arbeiten. Du arbeitest nur mit jetzt, 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 jetzt. Und die von euch noch Kinder haben, Teenager haben, wie sieht es denn aus, wenn die jetzt komplett sind, komplett nichts mehr lernen müssen in der Schule, nichts mehr beigebracht kriegen müssen, nichts mehr an erdlichem Wissen haben müssen? Was können die machen? Es ist so krass. Es ist unglaublich, wenn dieser Raum da ist. Mein Sohn ist jetzt 20. Er sollte eigentlich studieren gehen als Profisportler, er lebt seine Leidenschaft. Aber was macht er gleichzeitig? Wir haben zusammen ein krasses, geiles Business-Konzept. Er macht das. Ich bin nur da und sage, es ist möglich, es geht. Er macht, er geht auf da drin. Er hat einen Businessplan geschrieben, er hat die Designs schon gemacht. Lasst euch überraschen, was da kommt. Einfach aus dem Nichts. Out of nowhere, out of the divine mind. Ich hole es mir und ich bin's und ich mache es und ich lebe es. Es gibt keine Bedingung. Ich kann es jetzt tun. Und wenn die Energy da ist und ich die bin, fehlt mir nichts. Mir können keine Kunden fehlen, mir kann kein Geld fehlen, mir kann keine Reputation fehlen, mir kann keine Bekanntheit fehlen, mir kann keine Unterstützung fehlen, es fehlt mir nichts. Und das ist krass. Und so geht's weiter. Und ich hoffe, dass euch das nochmal inspiriert hat und gesagt hat, ich muss auf gar nichts warten.
Und wenn ihr Lust habt, das in Rising Up mit uns zusammen zu machen, macht ihr das. Aber macht's einfach. Macht's. Macht's krass. Und wenn sich's krass anfühlt, dann ist es ziemlich divine. Wenn sich's völlig unmöglich anfühlt, dann ist es divine, weil diese Möglichkeiten und diese Einschränkungen und diese Bedingungen, die gibt es nicht. Ich bin alles. Ich bin mein SP. Und wenn mein SP einen Fehler hat, dann habe ich den. Ich habe diesen Fehler. Ich habe aber keinen Bock mehr auf Fehler. Die Lügen von Fehlern, von Einschränkungen. Ich habe keinen Bock mehr, dass die Zeit nicht reicht oder dass ich es dann irgendwie zeitlich hinkriegen muss. No, jetzt. Jetzt. Ich bin's jetzt. Und wenn ich's jetzt bin, dann bist du es jetzt halt auch. Es ist so geil. Ja, das wollte ich euch noch sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen heiligen Abend. Bei mir ist es irgendwie Heiligabend heute Nacht gewesen. Und das ist der Raum, in dem ich weitergehe. Das ist der Raum der Bedingungslosigkeit. Das ist absolut der Raum. Und langweilig könnte es werden. Ich habe sogar kurzfristig mal gedacht, Scheiße. So ist es also, wenn man stirbt, weil man hat gar nichts zu tun. Und dann ist mir aber klar geworden, dass es genau darum geht, dass ich gar nichts zu tun habe. Ich habe tatsächlich nichts zu tun. Und damit muss ich klarkommen in meinem Körper, in meinem Nervensystem und sagen, du hast eigentlich gar nichts zu tun. Und du tust aber aus Divine Mind, aus Divine Verständnis, aus Divine Denken, tust du. Und was tue ich? Einfach was dem entspricht. Und das ist Impulsen folgen. Das ist Impulsen folgen. Ganz anderes Ding. Also, ihr Lieben, wenn ihr noch Fragen habt zu Rising Up, wenn ihr noch irgendwie reinkommen wollt, es wird ein Raketenstart. Das kann ich euch versprechen. Ein Raketenstart, wenn ihr dazu kommt. Ich will euch keine Angst machen, weil ich weiß, ist Normalste der Welt für das Divine Wesen, das in uns ist, dass es raketenmäßig geht. Weil Rakete spürt ja nur die Form, spürt ja nur das Ego, spürt ja nur die Bedingung, spürt ja nur die Beschränkung. Nur die. Deswegen fühlt sich's raketenmäßig an, aber es ist einfach nur ein Gefühl tatsächlich, dass es so groß ist und dass es so schnell sein kann, die Veränderung. Aber alle sind dabei. Ich muss auf niemanden warten, weil ich bin alle. Ich bin alles. Niemand hat ein Problem mit meiner Geschwindigkeit. Niemand hat ein Problem mit meinem Bewusstsein, weil die sind ja alle schon ready. Ah, wenn ich die Bedingung rausnehme, dass irgendjemand vielleicht noch nicht bereit ist für mich. Ich bin bereit für mich und du bist bereit für dich. Also, happy, happy Weihnachten, Merry Christmas und bis bald.